Meine Damen und Herren, Sie hören gleich den Monolog des Loge, Immer ist Undank Loges Lohn, aus Wagners Das Rheingold. Der Gott Loge platzt hier in eine sehr prekäre Situation hinein. Soeben haben die beiden Riesen, Fasold und Fafner, die für den Gott Wotan und seine Familie die neue Residenz Walhall gebaut hatten, den ausbedungenen Lohn gefordert, die Göttin Freya. Doch Wotan möchte Freya nicht den Riesen ausliefern und wartet darauf, dass Loge eine Lösung findet. Was macht Loge nun? Er geht sehr geschickt und diplomatisch vor, indem er den Riesen nicht gleich etwas anbietet, sondern versucht, geschickt ihre Aufmerksamkeit auf das Gold des Rheines zu lenken, das Alberich vorher den Rheintöchtern geraubt hat. Sie hören den taiwanesischen Tenor Yachung Wang, der seit 2017 im Ensemble der Deutschen Oper ist. Sie haben ihn hier bereits in vielen Rollen sehen und hören können. Und auch im Neuen Ring wird er eine tragende Rolle spielen, allerdings nicht den Loge, sondern den Mime singen. Begleitet wird Yachung Wang vom Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin, Donald Runicles. Immer ist Undank Loges Lohn für dich nur besorgt. Sah ich mich um, durchstöbert im Sturm alle Winkel der Welt. Ersatz für Freya zu suchen, wie den Riesen wohl recht. Umsonst sucht ich und sehe nun wohl in der Weltenring nichts ist so reich als Ersatz zu muten dem Mann für Weibeswonne und erklang mir der Töchter Klage an dich, oh.
melden sie sich, dass zu Recht du zügest den Räuber, was bald dem Wasser wiedergibest. Und ewig es bliebe ihr eigen. Dir's zu melden, geluft ich dem Mädchen. Nun löst der Loge sein Wort.